Komm schon! Ja, komm schon! Er setzt sich durch gegen das Nakama-Mittelfeld. Letzte Chance vor dem Abpfiff. Er setzt sich durch gegen das Nakama-Mittelfeld. Letzte Chance vor dem Abpfiff. Shakes, hast du nicht langsam genug von dem Game? Yeah, du blockierst das Spiel jedes Mal, wenn du dran bist. Ich weiß überhaupt nicht, warum du das jetzt spielst, Brother. Warum spielst du jetzt Fake-Fußball, wenn wir morgen das Original gegen Nakama spielen? Super League 3000X ist besser als das Original, Kuljo. Sorry, Shakes. Gaming ist nicht mein Ding. Der Ball verspringt ihm. Verpasste Chance. Der Ball verspringt ihm. Verpasste Chance. Verloren. Es ist ein bisschen lame. Aber anscheinend ist die neue Version super cool. Unglaubliche Grafik und ultrarealistische Soundeffekte und... Ach ja. Die besten Spieler der Welt. Coming soon. Super League 4000X. Ja, Mann, yes! Wow, die Super Strikers! Hashtag OMG, total peinlich gerade. Ich bin Alex. Ich nehme das Motion Capture auf für SL4000X. Hi Alex, ich bin Shakes. Uber cool, willst du... Er sagte Shakes, nicht Uber. Uber spielt bei Iron Tank. Ach, man sagt das so. Sots. Oh, ich meine, sorry. Manchmal vergesse ich, wie die Leute reden. Da draußen. Bereit für die große Tour? Hä? Yo, 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 es ist Uncool Joe. Puh, rieche nur ich das oder stinkt's hier nach Ping-Pong? Tischtennis für dich, du Trottel. Ah, ich nehme an, ihr beiden kennt euch. Hey Jungs, das ist Chill John, der weltbeste Ping-Pong-Spieler. Tischtennis. Alles, was der tut und, naja, kann, ehrlich gesagt, ist geklaut von dem hier. Ach komm, über deine Beginner-Skills bin ich längst hinweg. Ich bin der neue King of Spin. Dein Style ist wack cool, Joe. Schnee von gestern. Ha. Tour geht los. Kommt ihr mit mir mit? Zuerst kommen die Programmierer. Super intelligente Schlauberger, die Spiele bauen. Die Tester spielen eigentlich den ganzen Tag und essen Schokolade. Cool. Wie kann ich da mitmachen? Hier befindet sich das Soundstudio. Echte Super League-Spieler und Coaches nehmen ihre Stimmen auf für SL4000X. Yeah, gute Idee. Die Soundeffekte in 3000 sind ziemlich mies. Game over! Verloren! Game over! Verloren! Halt, 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 halt. Okay, okay. Wir machen noch eine. Versuch mal etwas wärmer hier. Mehr Sonne. Was? Das hier ist kein Wetterbericht. Keine Sorge. Wir haben's fast. Take 346. Los. Ich gebe auf. Und hier kommt unser liebstes Spielzeug. Super Strikers? Das Motion Capture Studio zeichnet jedes Detail eurer Bewegungen auf. Jedes Detail, was? Ja, genau, super! Genialer Take! Jetzt noch einmal, aber etwas näher ans Mikrofon, okay? Willkommen im Motion Capture Studio. Die Position und Bewegung der Sensoren auf diesen Anzügen werden aufgezeichnet von Spezialkameras und die Daten landen dann hier im Computer. Krass. Oh, cool. Bitte, Alex, das jetzt nicht aufnehmen, okay? Keine Sorge. Das Einzige, was ich aufnehmen will, sind alle typischen Super Striker Moves. Thank you.
Ihr Jungs rockt hart. Super, ja. Cool Joe, du bist dran. Wie oft muss ich es euch denn noch sagen? Videogames sind nicht mein Ding. Aber das Spiel ist nicht das gleiche ohne deine 4 Spin-Moves. Ich weiß nicht, Brother. Komm schon. Ist ja gut, ich mach's. Hey, was machst du da? Es ist nicht Kostümfreitag, oder? Nein. Oh, ich bin so schusselig. Unnötig. Du kannst den Look tragen. Super Kostüm. Danke. Hey, warum tauschen wir nicht? Ehrlich? Ehrlich. Jetzt echt, echt? Echt, echt. Jetzt? Ehrlich! Macht euch bereit für die 4 Spin-Moves. Spin links. Spin rechts. Spin rückwärts. Wie macht er das mit dem Fußball? Echt unglaublich. Stell dir das mal live im Spiel vor. Spin vorwärts. Den hab ich. Den hab ich. Okay, du kannst ihn haben. Cool, Joe. Deine Flanken sind fantastisch. Danke, Schwester. Und wie weiß der Rest, wo der Ball landen wird? Training macht den Meister. Eher Training und Training und Training macht den Meister. SL4000X wird sowas von rocken. Ihr Jungs wart eine Riesenhilfe. Ja, ihr wart eine Riesenhilfe, Super Strikers. So gehen sie. Cool Joes 4 gefährliche Spin-Moves. Lernt sie, erkennt sie, wehrt sie ab. Es wird jedes Mal einer von 4 sein. Jetzt werden sich die tollen Super Strikers umgucken. Der Take wäre gut gewesen. Willkommen zu Nakama gegen Super Strikers live aus dem Gashuku-Stadion. Die beiden Erzrivalen treffen sich auf Augenhöhe. Aber wenn es einen Spieler gibt, der hier aufdrehen kann, ist es Cool Joe. Mit seinen gefährlichen Flanken. Und da kommt die erste Flanke. Shakes und El Matador stehen im 16er bereit. Kommt die Flanke an. Oh, was? Das hat Miku Chen kommen sehen. Sieht aus, als wäre die nächste Flanke von Cool Joe für mich. Ja. Super Strikers versuchen, die Räume eng zu machen. Aber sie sind einen Schritt zu spät. Nakama gewinnt das Hinspiel verdient. Und der Flankenkönig wurde heute entthront. Verloren, Super Strikers. Game over. Verloren. Cool, Joe. Was? Ich glaube, ich weiß, warum Nakama deine Spins lesen kann. Ach, wirklich? Wie? Uragiri war im Motion Capture Studio gestern. Stopp, Auszeit, Brother! Uragiri war da? Entschuldige, ich glaube, er hat deine Moves gesehen. Was habe ich dir gesagt? Das ganze digitale Voodoo, keine Emotionen, Capture, drahtloses Psst, das ist nicht gut, Brother! Blah. Hey, Cool Joe, denk mal darüber nach, was mit meiner Ego passiert, wenn ich keine Tore schieße, Mann. Sei nicht zu egoistisch, ja? Hm.
Danke, dass Sie uns unterstützen. Wir holen uns auf jeden Fall die Revanche im Rückspiel. Wie das, Shakes? Uragiri kennt alle meine Moves. Die vier Spin-Moves sind kein Geheimnis mehr. Hey, siehst doch mal positiv, Cool Joe. Schlimmer wird's nicht. Yo, 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 yo. Keine Panik. Meins hat schon das Autogramm, das du wolltest. Paddle Power? Nakama hat dich ganz schön fertig gemacht, Cool Joe. Hab doch gesagt, ich bin der neue King of Spin. Aber keine Panik. Vielleicht kannst du dir ein, zwei Sachen bei mir abgucken. Ich hab Spins, die kannst du dir nicht mal vorstellen. Ha! Du bist doch Gamer, Shakes. Spiel doch eine Runde Ping-Pong, bis das neue Super League-Game rauskommt. Tischtennis, Idiot! Spins, die du dir nicht mal vorstellen kannst, hä? Dein Style ist wack. Level 10, Alter. Nicht schlecht. Level 24. Yo, bist du der nächste Spin King? Level 36. Du hast es drauf, Alter. Level 50. Oh yeah. Neuer Spin-Move freigeschaltet. Der Flaschendreher. Yeah! Woohoo! Ich wusste, ich kann das. Ich muss Schild schon finden. Ehrlich, Shakes? Könntest du wenigstens die Hände waschen? Danke für deine Hilfe, Alex. Das ist ja wohl das Mindeste nach meinem Noob-Fehler im Studio. Wir sind da. Ich weiß nicht, ob wir reinkommen, vor allem mit dir als Kumpel von Cool Joe. Undercover natürlich. Wollen uns ja nicht gleich verraten. Haben wir das nicht schon? Der fünfte Spin. Damit kann Cool Joe Nakama schlagen. So, wer ist der Nächste? Wer spielt gegen den King of Spin? Oh. Shakes? Was machst du denn hier? Ich bin hier wegen dem Flaschendreher. Glaub mir, Cool Joe, es gibt einen fünften Spin-Move und ich weiß, wie du ihn lernen kannst. Oh, bitte, Shakes. Ich habe meine Lektion gelernt. Warum sollte ich jemals wieder Ratschläge von dir annehmen? Hör auf ihn, Cool Joe. Ja, komm schon. Wir brauchen dich da draußen. Sonst kann ich keine Tore schießen. Was auch immer. Alles, was Shakes macht, ist den ganzen Tag Paddle Power zu zocken. Ja, ganz ehrlich, daher habe ich den fünften Spin-Move. Videogames? Tischtennis? Chill, John? Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich weniger Bock hab. Den fünften Spin-Move gibt's echt. Hab ihn erfunden. Ich glaub's erst, wenn ich es sehe. Damit du den Flaschendreher extra schnell lernst, machen wir Motion Capture und analysieren ihn. So wie es Uragiri bei dir gemacht hat. Also, wenn uns ein Game das eingebrockt hat, kann uns ein Game auch wieder rausholen. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Genau wie in Paddle Power musst du den Flaschendreher erst freischalten. Echt jetzt? Ich will ein für alle Mal wissen, wer die besten Spin-Moves der Welt hat. Wie gesagt, ich spiele kein Ping-Pong. Es heißt Tischtennis! Ich brauche Tore, Cool Joe. Tu es für mich! Und das Team natürlich. Alles, was es braucht, ist ein einziger Punkt gegen ihn.
Willkommen zum Spiel im Strikerland. Das Hinspiel hat gezeigt, dass die beiden Teams nicht mehr auf Augenhöhe spielen, Brenda. Das stimmt. Eine neue Aufstellung vom Coach war abzusehen. Klaus spielt jetzt links außen und Cool Joe scheint nicht mehr im Kader zu sein. Klaus ist ein großartiger Stürmer. Aber einfach so in die Fußstapfen des Weltbesten links außen treten? Es sieht nicht danach aus. Läuft nicht! Schon wieder ein guter Take. Oh Mann, Cool Joes Flanken machen das Tore-Schießen einfach. Nein, machen sie nicht! Okay, ein wenig vielleicht. Keine Sorge, Jungs. Bestimmt hat Cool Joe den Punkt geholt. Jojo, der Typ kann überhaupt nicht zocken. Ach komm, du Fiesling. Lass ihn gewinnen. Nur einen Punkt. Keine Chance, El Matador. Ich gewinne fair oder gar nicht. Oh, wir haben keine Zeit für Ehre, Cool Joe. Vergiss deine Stolz. Lass die Sache los, Mann. Niemals. Ich muss an meinen Prinzipien festhalten. Ich bin kein Gamer wie Shakes. Ich spiele kein Tischtennis wie Chill John. Ich bin Fußballer. Yeah, Cool Joe. Du schaffst das, Mann. Rock das. Klasse. Jawohl. Gib alles. Ja. Nice, ja, Mann. Geil. Krass, Mann. Sehr gut. Ist ja geil. Ah, komm schon. Fakten lügen nicht, Chilton. Der krasseste Spinner ist immer der Gewinner. Cool Joe, du bist eine Legende. Ja, unglaublich. Krasse Aufholjagd. Fußtischtennis? Ach komm! Deal ist ein Deal, Brother. Die zweite Halbzeit läuft. Und ein gutes Zeichen für die Super Strikers. Cool Joe spielt links außen und wird sofort angespielt. Wuhu! Los, Cool Joe! Selbst wenn Cool Joe den Flaschendreher hinkriegt, woher wissen wir, wohin der Ball kommt? Kein Training und Training und Training, oder? Ja. Yeah. Und wie ich das sehe, macht der Flaschendreher, was er will. Was bringt das, Cool Joe? Wir kennen alle deine Spins. Also gut, mal sehen. Der fünfte Spin kommt gleich, hoffe ich. Es gibt vier. Die Flanke sieht sehr gefährlich aus. Aber sie scheint nicht genau genug. Tor! Yeah, 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 yeah. Was war das? Yeah! Der krasseste Spinner ist immer der Gewinner. Verloren! Sehr gut. Wie Regen. Den behalten wir. Oh man, SL4000X ist übergeil. Wieder gewonnen, Uragiri. Ah, verloren! Hey,
Hey Jungs. Yo, 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 yo. Shakes, zockst du immer noch das Oldschool SL 4000X Game? Wir zocken unser neues krankes Paddle Power vs. Super League Game. Mit allen Spin Moves. Das kam gerade an von Alex. Haha, super cool. Kann ich zocken? Auf keinen Fall. Ich bin erst bei Level 41. Später, Brother. Später. Wir sind in den letzten Minuten im Strikerland und der Punktestand ist immer noch unentschieden. Aber Liquido rennt wieder auf das Tor zu. Und er ist schnell wie eh und je. 29 Kilometer pro Stunde. Aber wenn es einen Mann gibt, der mit ihm mithalten kann, dann... ist das Twisting Tiger. 30 Kilometer pro Stunde. 32 km/h für Liquido. 33 km/h für Tiger. Zynischer Tackle von Liquido. Aber der Schiri sagt weiterspielen. Sieht aus, als bräuchtest du einen neuen Glücksbringer, Bro. Jetzt, da Twisting Tiger auf dem Boden liegt, kann niemand Liquido einholen. Tor! Es steht 2-0 für die Gäste. Und typischerweise feiert Liquido, indem er sein Trikot hochzieht. Ist dieser Typ zu fassen? Ja. Liquido hat dich total gefault, Tiger. Warte nur bis zum nächsten Spiel. Du wirst ihn fertig machen. Oh, bitte. Wenn ihr denkt, dass ihr im Floating-Stadion Glück haben werdet, liegt ihr falsch. Ich bin zu Hause immer schneller. Voila! Zu viel Fett, zu viel Soße und zu viel Essen. Die Jungs müssen rank und schlank sein für das kommende Rückspiel. Ich bin Jacques Cousteau, Schöpfer der kulinarischen Intrigen. Ich bin nicht ihr, um Leuten dabei zu helfen, Diät zu machen. Sorry, Jacques. Extreme Umstände verlangen extreme Vorbereitungen. Ist das nicht so, Jungs? Wow, das ist klasse, Coach. Was machen wir denn hier? Prof? Also, es ist gut möglich, dass die Spieler von Hydra das schnellste Team der Super League sind, weil sie Zugang zum weltbesten Widerstandstrainingapparat haben. Können Sie das bitte für die durchschnittliche Menschen auch übersetzen? Und auch für El Matador, bitte. Hydra trainieren unter Wasser. Hüse Magander Schickel! Exakt, Block. Wasser ist 1000-mal dichter als Luft. Darin zu trainieren macht Spielen auf dem Land wie tatsächlich durch die Luft zu rennen. Okay, mal sehen, ob das Unterwassertraining euch tatsächlich schneller gemacht hat an Land. Der Schnellste zuerst. Ja, pass auf, Liquido. Tiger, du bist im letzten Spiel 38 Kilometer pro Stunde gerannt. Mal sehen, ob du das übertreffen kannst. Verstanden, Coach. 24! Großartig! Unglaublich! Unglaublich. Und je länger ihr im Wasser trainiert, desto schneller werdet ihr. Wir reisen in 3 Tagen zum Floating Stadion. Zurück ins Becken? Zurück ins Becken. 7 Jahre in der Kochschule, 9 Jahre im Bistro Belsanto, 6 Michelin-Sterne für das hier. Was ist denn das? Ich nenne das Reislimage. Reis auf einem Bett aus Reis, mit der Form deines Gesichtes. Komm schon, Coach. Wir haben die ganze Woche unter Wasser trainiert. Können wir nicht richtiges Essen haben? Euer Training wird euch nichts bringen, wenn ihr nicht schlank und fit seid, Jungs. Ja, Coach. Wir sind schlank und du bist gemein. Machen wir einen Deal? Wenn wir gegen die Hydra gewinnen, bekommen wir ein riesiges Festmahl auf dem Heimweg. Also, was sagst du dazu, Coach? In Ordnung.
Jawohl, los geht's! Na dann los! Seid ihr bereit, wieder zu verlieren? Seid ihr nicht so sicher, Alter? Ja, wir haben selbst unter Wasser trainiert. Was? Habt ihr in der Badewanne trainiert? Bis das Spiel beginnt, trainieren wir im Ozean. Deshalb laufen wir zu Hause immer schneller. Tiger ist 46 km/h gerannt. Ja, das stimmt. Er wird dich einholen, jederzeit und überall. Oh ja? Wie wär's mit jetzt gleich? Auf dem Grund des Ozeans. Was? Ich bin mir nicht sicher bei dem Kerl. Unterwassertraining auf dem nächsten Level? Eine Chance, Liquido bloßzustellen? Komm schon, Alter! Okay. Kompaktes Atemgerät. Und die Luft reicht ewig. Und in der Maske ein Kommunikationsgerät. Das hilft beim Dissen. Gewichtsgürtel. Hält einen davon ab, wieder an die Oberfläche zu treiben. Hilfreich. Los geht's. Doch nicht so grün hinter den Ohren, was? Ich habe ja keine Wahl. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Siehst du irgendwas? Zu tief unten. Mann! Ich will sehen, was da passiert. Bereit für eine Lektion? Du bist schneller. Was hältst du davon, Liquido? Hä? Liquido? Hä? Wir sehen uns am Spieltag, Bro. Nein, warte, Liquido! Wie komme ich aus diesem Gürtel raus? Mit meinem Glücksbringer. Muah. Tiger? Du wiegst eine Tonne, Alter. Wie zieht man dieses Teil aus? Es geht nicht. Liquido hat mich reingelegt. Es gibt nur einen Schlüssel. Und den hat er. Oh, diese Seeschlange. Ja, was habe ich mir nur dabei gedacht? Wir müssen es Coach erzählen. Nein, 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 nein. Wir müssen ihn nicht stören, Alter. Wir werden den Schlüssel schon finden. Ich weiß nicht. Komm schon, wir schaffen das. Okay. Ihr habt von der Super League gehört, oder? Also, wenig Fett, wenig Aminosäure und dazu wenig Geschmack. Ich gebe euch Superösenfrüchte. Bohnen? Ja, yeah, Bohnen. Das ist es wert, wenn wir Hydra besiegen, Jungs. Hattet ihr Glück? Keine Spur vom Schlüssel. Oder Liquido. Tiger? Jacques, also, wie läuft es mit dem Menü für die Feier? Das wird eines der feinsten Essen, das ich je zubereitet habe. Und definitiv das feinste Essen, das ihr je gegessen habt. Wirklich? An was denkst du denn?
Wie wären Hot Dogs, Chuck? Hot Dogs! Da koche ich lieber das Diätessen. Dummer, kaputter Stuhl. Was für ein schwacher Stuhl, hä? Ich weiß, was hier vorgeht. Tiger? Du hast dich nicht an deine Diät gehalten, oder? Erwischt, Tiger. Zurück auf Kurs, Tiger. Wir benötigen dich morgen in Topform. So knapp. Ihr habt gesagt, dass ihr mich aus diesem Teil rausholt. Jetzt macht es auch! Wir sagen es, Coach. Das ist schlecht. Das muss sich echt anfühlen, als würde die ganze Welt auf deinen Schultern lasten. Das ist nicht das Gewicht der Welt. Das ist das Gewicht von Hydra. Hörst du nicht zu? Sorry, Leute. Ich habe euch alle enttäuscht. Ich war bereit für dieses Spiel und jetzt bin ich nutzlos. Coach, wir machen, was nötig ist, um die Sache in Ordnung zu bringen. Korrekt. Ihr beiden bekommt den härtesten Job auf dem Feld. Twisting Tigers Job. Ihr werdet Liquido decken. Tiger, nur weil du auf der Bank sitzt, heißt das nicht, dass du dich nicht 100% auf das Spiel konzentrieren musst. Klar, Coach. Zuerst gesundes Essen, jetzt... Hot Dogs. Ich schäme mich so. Hey, Herr Chefkoch. Haben Sie geöffnet? Puh, ich bin Jacques Cousteau. Ich bediene Könige und keine Bauern. Ach, kommen Sie schon, Alter. Das Spiel fängt doch gleich an und ich muss noch etwas essen. Ja, ich würde alles essen. Macht euch bereit für das Gourmet-Festmahl eures Lebens. Spieltag im Floating Stadion. Oh Junge, los geht's, Brenda. Tiger gegen Liquido. Das wird der Kampf der Raser. Das glaube ich nicht, Mac. Hä? Was hat sich der Coach dabei gedacht? Er hat seinen schnellsten Spieler auf die Bank gesetzt. Aber, wieso? Und das Spiel beginnt. Können die Super Strikers Liquido ohne Twisting Tiger in Schach halten? Shakes deckt Liquido sofort. Aber man braucht kein Geschwindigkeitsmesser, um zu wissen, dass man einfach nicht schnell genug ist. Zu früh, Brenda. Zu früh. Jetzt deckt North Liquido. Coach gibt Hydra keinen Zentimeter. Liquido ist auf dem Weg zum Tor. Ein toller letzter Tackle von North Shore. Das ist ein guter Anfang für die Super Strikers. Shakes und North machen Liquido das Leben schwer. Ich weiß nicht, ob ich das 90 Minuten lang durchhalten kann. Vielleicht müssen wir das nicht. Mach mir nach. Macht euch bereit, dass eure Geschmacksknospen erleuchtet werden. Machen Sie keine Hot Dogs? Ihr habt gesagt, ihr esst alles, was ich serviere. Ja, aber das ist ein Fußballspiel, Kumpel. Jeder hier will Hot Dogs haben. Die Hot Dogs sind für die Super Strikers. Wenn ich sie euch gebe, was
sollen Sie denn essen? 2 Hot Dogs bring ich sofort. Wir sind schon weit im letzten Drittel. Und immer noch kein Zeichen von Twisting Tiger. Wow, Liquido, du bist schnell. Hm, wusstest du das nicht? Schade, dass du keine Chance hast zu beweisen, dass du der Schnellste bist. Hm? Tiger hat dich auf eurem Unterwasserfeld besiegt. Hallo? Ich hab das Unterwasserspiel absichtlich verloren? Aber klar doch, Kumpel. Bei einem echten Rennen würde ich jederzeit gegen Twisting Tiger gewinnen. Oh ja? Beweise es. Richtig. Soll ich euch den Schlüssel geben? Netter Versuch. Aber hier geht's nicht um Stolz. Sondern um Punkte. Ah! Die 2-gegen-1-Strategie der Super Strikers hat nicht funktioniert. Und jetzt zieht sich Liquido das Trikot hoch beim Jubeln. Oder nicht. Hä? Wie kriege ich diesen Gürtel aus? Mit meinem Glücksbringer. Coach, Liquido hat seinen typischen Jubel nicht gemacht. Und? Wirklich? Wechsel mich ein und ich finde es heraus. Kommst du überhaupt noch an Liquido ran, wenn du diesen Gürtel trägst? Eine Chance ist alles, was ich brauche. Und jetzt der Hot Dogs. Es kann losgehen. Ich auch. Oh Mann, die sind so gut. Juicy. Ich glaube, ich nehme hier noch einen. Fantastisch, noch nie so gut gegessen. Danke, Mann. Ich muss los. Etwas Großes passiert hier. Auf Nimmerwiedersehen, schlechte Ernährung. Sagt es euren Freunden, okay? Die Super Strikers wechseln aus. Ah, oh, endlich! Twisting Tiger ist so langsam. Eine Chance. Wow, Twisting Tiger gibt echt alles. Aber es hat nicht funktioniert. Ich schätze, das beweist, dass dein Glücksbringer nicht funktioniert, Bro. Mach dir lieber Sorgen um deinen Glücksbringer. Was? Hat Tiger einen Gewichtsgürtel getragen? Aber das bedeutet... Denkst du, Unterwassertraining macht dich schnell? Das ist nichts verglichen mit Gewichtsgürteltraining. Liquido schießt! Big Bows geschlagen. Was? Sieht aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Komm schon, Alter. Ich dachte, du gewinnst jederzeit gegen Twisting Tiger. 47 Kilometer pro Stunde für Tiger. Aber Liquido ist ihm immer noch auf den Fersen, Mac. Der Flügelstürmer der Super Strikers hat die Schallgeschwindigkeit eingelegt. 48 Kilometer pro Stunde! Unglaubliche Tore von Twisting Tiger! Wer geblinzelt hat, hat sie verpasst. Hey, Liquido. Siehst du, mein Glücksbringer kann einfach immer liefern. Hey, denkst du, wenn ich diese Teilküsse, habe ich auch mehr Glück? Oh. Hm? Gut gemacht, Tiger. Das war ein toller Plan. Also, wenn ich mich nicht irre, ist es jetzt Zeit, ein paar epische Hotdogs zu verspeisen.
ihr gibt's Hot Dogs. Die leckersten Hot Dogs, die je gekocht wurden. Hey, ist das nicht unser Feierfest mal? Das nenne ich mal Fast Food. Jacques, sag mal, was geht hier vor? Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Und sie wollten Hot Dogs. Aber was sollen wir jetzt essen? Endlich! Ein 5-Sterne-Gourmet-Festmahl für die Super League-Könige. Guten Appetit, Superstrikers! Was ist das? Da ich der Kultivierteste von euch allen bin, liebe ich dieses Gourmet-Essen. Schnecken und Fischeier? Coach, wo sind Tiger Shakes und North? Denkt ihr wirklich, dass sie mitessen dürfen nach der Nummer, die sie abgezogen haben? Oh, schade. Die Armen. Alles klar, Tiger! Aber wie? Sie waren so schnell weg. Nicht so schnell wie ich. Willkommen zum härtesten Spiel der Super League. Invincible United gegen Iron Hedge. Und das heutige Kräftemessen wird noch verrückter als sonst. Der Sieger erhält einen Platz im Super League-Finale. Die Super Strikers haben ihren Platz letzte Woche gesichert und werden das Spiel zweifelsohne genau ansehen. Da hast du recht. Oh, hast du recht. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Diese Typen sind mies. Wir hätten jetzt schon 4 Tore geschossen. Auf jeden Fall. Ja. Oh, bitte, Leute. Die Abwehr hat dieses Spiel im Griff. Hm. Die Abwehr? Oh, du meinst die Typen, an denen ich vorbeirenne, wenn ich ein Tor schieße? Automatic nimmt den Einwurf an. Kann United etwas daraus machen? Ich weiß es nicht, Mac. Er ist ziemlich weit weg vom Tor. Das ist nicht gut. United dank ihres neuen Stars Automatic. Yep. Wenn die Super Strikers keinen Weg finden, ihn aufzuhalten, wird es ein automatischer Sieg für United im Finale. Ja, wir sind total erledigt. Aber ihr könnt alles in der Luft aufhalten. Ja, könnt ihr ihn nicht einfach wegköpfen? Kopfbälle helfen uns nicht gegen die langen Würfe. Hä? Wovon redest du da? Eine Flanke oder Ecke braucht Höhe, um eine Distanz zu überbrücken. Aber Automatics Wurf ist tief und heftig. Wie eine Kanonenkugel. Bei der kleinsten Bewegung von irgendwem, selbst der eigenen Abwehr. Und der Ball landet im Netz. Ja. Yep. Wie eine Kanonenkugel, hm? Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Ja, Coach. Der Typ hat Shakes vielleicht geholfen, aber Defensivkopfbälle sind vollkommen anders. Vertrau mir, Alter. Seine Methoden sind ein bisschen ungewöhnlich. Kraft! Seine Einrichtung ist ein bisschen einfach. Genauigkeit! Und er ist wirklich fordernd. Mut! Aber wenn es um Kopfbälle geht, ist keiner besser als El Arrieta. Der schlagende Widder. Okay, okay. Dieses Training klingt irgendwie knallhart. Irgendwie? Ich bin der einzige Spieler, der es je durchgestanden hat. Shakes hat recht. Wenn euch jemand darauf vorbereiten kann, gegen Automatic zu spielen, dann ist das El Arrieta. Ihr habt eine Woche bis zum Finale. Gebt alles. Ja.
hast Shakes gehört, dass es möglich sein kann, dass der Typ auf uns wartet? Mit einer Kanone? Alles klar. Zeigen wir El Ariete, dass die Abwehr der Super Strikers für alles bereit ist. Super Strikers, herzlich willkommen. Hier eine kleine Geschenktüte für euch. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wenn ihr lernen wollt, wie man Kopfbälle spielt, müsst ihr drei grundlegende Fähigkeiten meistern. Erstens, Kraft. Haha. Genauigkeit. Und Mut. Hallo? Shakes, El Arietes Training ist das Schlimmste. Ja. Der Laden ist ein Freizeitpark, eine Touristenfalle. Ein totaler Witz. Seid ihr sicher, dass das derselbe El Ariete ist? Denn das Training, das ich gemacht habe, war verrückt. Vielleicht versteht ihr Stürmer die Bedeutung von knallhartem Training einfach nicht. Wenn du mir nicht glaubst, seh dir einfach El Arietes Absolventenbuch an. Mein Name steht darin als einziger. Wie auch immer. Ha! Wir sind genauso knallhart wie die Verteidiger. Ja, tatsächlich gehe ich jetzt in die Schönheitsfarm, um all diese knallharten Knoten aus meinen Muskeln massiert zu kriegen. Ja, gute Idee. Ich bestell mir meine Hotstone-Behandlung heute extra hot. Komm schon, Alter. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. Brackle, brackle, brackle. Das echte Training? Komm schon. Shakes weiß nicht, wovon er redet. Ich meine, der Typ denkt, dass eine Hüpfburg knallhart wäre. Brackle, 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 brackle. Okay, in Ordnung. Wir sehen nach dem Buch. Wo denkst du, hat El Ariete es aufbewahrt? Wenn es überhaupt existiert. Und dann machen wir 300 Liegestützen, kämpfen gegen einen Elch. Und wir rennen einen Berg hoch, rückwärts. Wir sind ja so krasse Typen. Also, beantwortet das deine Frage? Nein. Ich fragte, wie Block und North Automatics Einwürfe aufhalten wollen. Ha! Diese Faulpelze entspannen sich auf Ibiza! Verdächtig. Coach würde seinen Verteidigern vor dem Finale niemals freigeben. Völlig egal, Vince. Wir haben ihn. Wir können nicht verlieren. Falsch. Automatics Wurf ist nur der erste Schritt, um unseren Sieg zu garantieren. Und was ist der zweite Schritt? Natürlich Sabotage. Diese Faulpelze entspannen sich auf Ibiza. Und was ist auf Ibiza? Der schlagende Widder. Also, das ist schon besser. Das Buch! Das kann nicht sein! Shakes ist wirklich der Einzige, der bestanden hat. Hey! Hier ist Betreten verboten. Was macht ihr zwei hier? Wir suchen nach dem echten Kopfballtraining. Das du Shakes gegeben hast. Das ist dasselbe Training, das Shakes erhalten hat. Nur in einer sichereren, kontrollierten Umgebung. Wir haben bald einen unaufhaltbaren Einwurf vor uns. Wir brauchen das härteste Kopfballtraining, das es gibt. Wir brauchen den schlagenden Widder. Sorry, das bin ich einfach nicht mehr. Dein Training war so knallhart, dass es nur ein Spieler jemals beendet hat. Jetzt gibst du jedem ein Zertifikat, der hier auftaucht.
Rügel, Rügel. Ja, es war einen Versuch wert. Alles klar, ihr Teufelskerle. Wollt ihr das echte Kopfballtraining? Könnt ihr haben. Nicht schlecht, Teufelskerle. Als die Neuigkeiten über Shakes Training rauskamen, wollte jeder Unterricht haben. Und genau wie ihr beiden waren sie sehr hartnäckig. Also habe ich ihnen am Ende gegeben, was sie wollten. Aber ich hatte bereits mein Meisterwerk erschaffen. Etwas, von dem ich dachte, dass ich es niemals einsetze. Das ultimative Kopfballtraining. Also, das hat niemand bestanden? Niemand hat es je gesehen. Hä? Hey! Ich dachte, wir wären die ersten Leute, die hier runterkommen. Das sind keine Leute. Das sind eure Gegner. Willkommen bei den Super League-Nachrichten. Ich bin Rob Ross. Leute. Während North Shore und Block bei der Vorbereitung zum Finale fehlen, ist Gera so selbstbewusst, dass er einen Urlaub auf Ibiza macht. Ha, dieser Typ bringt uns knallharten Stürmern einen schlechten Ruf. Ich mache Urlaub, wenn ich tot bin. Ja, oder wenn das Wetter gut ist. Oder es gibt Kleidung im Sonderangebot. Leute, das ist kein Urlaub. Das ist Sabotage. Meine Maschine wird euch zeigen, wie ihr euch verteidigen könnt gegen diesen unaufhaltbaren Einwurf. Wenn ihr Teufelskerle bereit seid. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Fass so einfach ein Tor schießt. Dann fang an, uns zu unterrichten. Was sollen wir machen? Hört auf, euch wie Verteidiger zu verhalten. Vergesst die Gegner. Greift den Ball wie Stürmer an. Keine Manndeckung? Aber das geht gegen alles, was wir je gelernt haben. Kein Risiko. Keine Belohnung. Oh, geschlossen. Voll blöd. Also, wo ist dieser berühmte Kopfballtrainer? Keine Ahnung, er hat heute freigenommen. Oder vielleicht gibt er Privatunterricht. Sorry, ihr Verlierer. Aber Invincible United wird diese Saison ganz an der Spitze beenden. Was jetzt, Teufelskerle? Denkst du, wir schaffen es? Kein Risiko, keine Belohnung.
Nicht genau das, was ich gemeint habe, aber... Angeber. Nicht schlecht für einen Stürmer, oder? Hey, Leute! Hey. Sie sind zurück! Sieh an, sieh an! Die Verteidiger tauchen endlich auf. Ihr seid nicht die Einzigen, die ein knallhartes Training gemacht haben. Wir sind auf heißem Belag gelaufen, barfuß. Und haben nur 10 Minuten nach dem Essen gewartet, bevor wir schwimmen sind. Und? Habt ihr gelernt, wie man Automatics Einwürfe aufhält? Ja, es hat sich herausgestellt, dass man den Ball angreifen muss, wie ein Stürmer. Haha, ich hab euch ja gesagt, dass Stürmer die härtesten sind. Block und North können Automatic vielleicht aufhalten, aber ihr werdet alle benötigen, um die Trophäe zu gewinnen. 1, 2, 3, Super Strikers! Also habe ich sie fallen lassen und gesagt, dass wir die Saison an der Spitze beenden. Hä? Deshalb habe ich 3 Schritte, um uns den Sieg zu sichern. Oh ja? Wie lautet der dritte? Immer ein Ass im Ärmel zu haben. Okay, Mr. Eimerkopf. Ich habe eine letzte Mission für dich. Willkommen im Super League-Finale. Invincible United gegen Super Strikers. Beide Seiten werden heute super empfangen. Und ich habe auch guten Empfang. United müssen hier die Favoriten sein. Selbst die mächtigen Iron Tank hatten keine Antwort auf Automatics Einwurf. Kann die Abwehr der Super Strikers das besser machen? Das Spiel geht los. Es ist leicht, Invincible Uniteds Strategie zu erraten. Den Ball ins Ausspielen. Und in Automatics tödliche Hände geben. Unübliche Positionierung von North und Block. Ihr müsst einen Mann decken. Ja, das dachten wir auch. Ich hoffe, ihr beiden wisst, was ihr da macht. Und da ist er, der lange tödliche Wurf. Komm schon! Ja! Yeah! Beeindruckende Performance von Block und North Shore! Aber es ist mehr nötig, als zu verteidigen, um ein Spiel zu gewinnen, Brenda! In der Tat! Wenn es so weitergeht, geht es ins Elfmeterschießen. Ha! Wird auch Zeit. Alles klar, Leute. Konzentriert euch. Nur noch 3 Minuten. Leute? Sie bringen Ihren Torwart nach vorne? Ein weiterer Mann? Das bringt die Balance durcheinander und spielt United in die Hände. Aber es gibt uns die Chance, sie beim Gegenangriff zu schlagen. Ja, wenn wir den Ball mal wieder kriegen. Und das auch noch schnell. Hat irgendjemand eine Idee? Bist du dir sicher, Alter? Das klingt super riskant. Kein Risiko. Letzte Chance des Spiels. Wird der Torwart den Unterschied machen? Also scheint ihr den Super Strikers Angst gemacht zu haben. North und Block ändern ihre Positionen. Und hier rennt Automatic los. Oh! Was für ein Wurf! Was macht Block da? Er hat den Ball direkt in Richtung des eigenen Tores geschossen. Was? Die Super Strikers hatten das geplant? Also das ist riskant. Wie schnell könnt ihr rennen? Zurück! Leute, schnell, zurück!
Also, wir dachten, dass der Torwart einen Unterschied machen würde. Wir wussten nur nicht, welcher Torwart. Ja! Das wird nie alt, oder, Jungs? Also, Leute, ich schätze, das beweist es. Verteidiger und Stürmer sind zart. Torwarte sind die härtesten. Hey! Was ist so lustig? So viel zu deinem dreistufigen Plan, Vince. Ich habe nie gesagt, dass es nur drei Stufen gibt. Wirklich? Was kommt als nächstes? Wenn man sie nicht besiegen kann, schließe dich ihnen an. Wer ist da? Was wollt ihr? Oh, nur ein paar ehemalige Schüler. Teufelskerle! Dieser Move war das Riskanteste, was ich je gesehen habe. Also, nimmst du deinen eigenen Rat an und bleibst beim echten Kopfballtraining? Kein Risiko, keine Belohnung, richtig? Ja, genau das habe ich auch gedacht. Willkommen beim Kopfballtraining! Rennt um euer Leben!